eine rationale Funktion, nämlich diese. X wird abgebildet auf x hoch 3 plus 3x plus 1 durch x Quadrat plus 1. Mich interessiert Folgendes. Wie steht es mit Polstellen? Wie steht es mit einer Asymptote? Für x gegen plus minus unendlich, also eine horizontale Asymptote, gibt es irgendeine Kurve, gegen die sich diese Kurve dieser rationalen Funktion anschmiegt, in Richtung plus minus unendlich? Und wie steht es mit der Partialbruchzerlegung? Gute Frage. Angesichts dieser Funktion x soll ganz klassisch eine reelle Zahl sein. Diese Aufgabe ist einfacher, als es scheint, weil das meiste sich einfach in Luft auflöst in dieser Aufgabe. Polstellen. Damit ein x eine Polstelle sein kann, muss mindestens der Nenner 0 werden. Das ist eine notwendige Bedingung. Wenn Sie nicht haben, dass der Nenner 0 wird, kann diese Funktion auch nicht irgendwelchen Unsinn veranstalten, ins Unendliche verlaufen. Also keine Polstelle, denn dieser Nenner wird nicht 0 für reelle Zahlen. Ich sollte sicherheitshalber nochmal anmerken, das ist aber nur eine notwendige Bedingung. An einer Polstelle müssen Sie haben, dass der Nenner 0 wird. Sowas hier. Mal irgendwas, mal irgendwas. Das ist aber nicht hinreichend für eine Polstelle. Was kann passieren? Genau, das ist der Ärger. Wenn derselbe Faktor im Zähler steht, in derselben oder in einer höheren Potenz, dann kürzt sich das Ganze nett weg und Sie haben keine Polstelle. Die Funktion entschwindet nicht ins Unendliche, wenn Sie genügend oft kürzen können. Also Vorsicht, dass der Nenner 0 wird, ist nur notwendig, das ist aber nicht hinreichend für eine Polstelle. Kann sein, dass auch der Zähler 0 wird und dann muss man genauer gucken. Wenn Sie diese Situation haben, dann ist es definitiv keine Polstelle. Zähler und Nenner werden 0 und es ist keine Polstelle bei x gleich 1. Wenn Sie diese Situation haben, Zähler und Nenner werden beide 0, dann ist es trotzdem eine Polstelle, weil nach dem Kürzen im Nenner immer noch dieser Faktor x minus 1 übrig bleibt. Also da vorsichtig sein. Es reicht nicht, dass einfach nur der Nenner 0 wird für die Polstelle. So, das zur Polstelle. Es gibt also keine, weil hier steht x aus den reellen Zahlen. X² ist 0 oder mehr. Wenn Sie 1 addieren, wird es beim besten Willen nicht 0. Asymptote muss man tatsächlich jetzt einmal rechnen. X hoch 3 plus 3x plus 1 durch x² plus 1, Polynomdivision. X hoch 3 plus 3x plus 1 durch x² plus 1. Unbedingt mit Klammern. Ich sehe das hin und wieder noch ohne Klammern, das ist gefährlich. Mir wird es jetzt relativ schnurz, aber wenn Sie es streng nehmen, steht da ja x hoch 3 plus 3x plus 1 durch x² plus 1, wenn Sie die Klammern weglassen. Das ist keine gute Idee. Schreiben Sie es mit Klammern und dann sind alle glücklich. X hoch 3 durch x macht x. Ich multipliziere zurück, das gibt x hoch 3 plus x. X hoch 3 minus x hoch 3 ist weg. 3x minus x sind 2x. Plus 1 habe ich da oben, das bleibt als Rest, das kann ich nicht weiterteilen. 2x durch x² geht nicht auf, also Rest 2x plus 1. Oder eine andere Schreibweise, das habe ich gerade gesehen, ich glaube die raffiniertere Schreibweise ist, wenn Sie sofort dahinter schreiben, was rauskommt, dieses Polynom durch das Polynom ist x plus den Rest 2x plus 1 durch den Nenner. So ist das vielleicht geschickter geschrieben sogar. Als wenn Sie teilen, 13 durch 5 ist 2 plus 3 Fünftel. Analog dazu geschrieben. Nicht schreiben 2 Rest 3, sondern 2 plus 3 Fünftel. Der Rest durch den Nenner macht das Ganze in einem Schritt klar. So, jetzt kann ich die Asymptote sehen. Nach der Teilung
was hier hinten übrig bleibt. Nach der Teilung habe ich hier hinten etwas, was gegen 0 geht. Wenn x über alle Grenzen wächst, wird das Gesamte hinten gegen 0 gehen. Denn der Grad vom Rest, der ist kleiner als der Grad vom Nenner. Hier oben kann nichts mehr mit x² oder größer stehen, denn dann hätten sie nicht zu Ende geteilt. Wenn ich durch was mit x² teile, kann oben nur was mit x stehen. Wenn ich durch x hoch 42 teile, dann kann oben nur was mit x hoch 41 oder kleiner stehen. Dieser Ausdruck hier hinten, der geht automatisch gegen 0, wenn x über alle Grenzen wächst, weil der Grad des Zählers kleiner ist als der Grad des Nenners. Das heißt, hier vorne steht die Asymptote. Einfach die Gerade y gleich x, die ist meine Asymptote für x gegen plus minus unendlich. Und Sie müssen jetzt in der Klausur nicht ausführlich begründen, dass das da vorne die Asymptote ist. Wenn man das einmal verstanden hat, dass hier Rest durch Nenner gegen 0 geht für x gegen unendlich und x gegen minus unendlich, dann ist klar, hier vorne steht die Asymptote. Das Ergebnis der Polynomdivision ist die Asymptote für x gegen plus minus unendlich. Ich sollte sicherheitshalber sagen, das ist im Zweifel zwar nicht die einzige Asymptote. Ich habe jetzt zwar diese Asymptote. Wenn ich Polstellen hätte, dann hätte ich natürlich weitere Asymptoten, nämlich in die Polstellen rein Asymptoten. Die sind natürlich nicht so richtig spannend. Klar, an jeder Polstelle hat man auf diese Weise eine vertikale Asymptote. Diese Asymptote hier für x gegen plus minus unendlich, die ist spannender. Die kriegen Sie durch Polynomdivision. Und was war der letzte? Partialbruchzerlegung. Das ist eine ganz fiese Frage an der Stelle. Für Partialbruchzerlegung führen Sie die Polynomdivision aus. Dann haben Sie ein nettes Polynom. Das bleibt stehen. Und das, was hier hinten übrig bleibt, zerlegt man in Partialbrüche. Jetzt hat der Nenner hier aber keine Nullstelle und ist quadratisch, dann ist das fertig. Das hier hinten ist schon ein Partialbruch, Feierabend. Das heißt, die Partialbruchzerlegung ist an dieser Stelle schon durch. Das sollte ich nochmal sagen, weil das schien nicht mehr ganz so bekannt zu sein. Also, wenn Sie was haben, was machen wir hier, mal x minus 2 mal x minus 3 Quadrat mal x Quadrat plus 1. Wenn Sie so einen Ausdruck haben, mal gucken, welcher Grad das unten ist, 1, 2, 3, 4, 5 und hier oben steht irgendwas von wegen 3x hoch 4 plus 7x hoch 3 minus 8 von mir aus. Wenn Sie so eine rationale Funktion haben, hier ist der Grad im Zähler schon kleiner als der Grad des Nenners, nach der Polynomdivision, dann können Sie hinschreiben, was für Terme Sie erwarten bei der Partialbruchzerlegung. Was erwarte ich jetzt für Terme bei der Partialbruchzerlegung? A durch x minus 2 ist das Erste, was Sie erwarten. Hier gibt es eine Polstelle, erste Ordnung, eine einfache Polstelle, für die kommt so ein Term mit irgendeiner Konstante a. Was kriegen wir noch? Für diese Polstelle zweiter Ordnung, die doppelte Polstelle, kriegen Sie erstmal das, was Sie naiv erwarten würden. B durch x minus 3 Quadrat. Ich brauche wieder irgendwas mit einer Polstelle, die genauso schlimm ist wie diese Polstelle da. Es gibt aber ärgerlicherweise ein Extraterm, das hatte ich dann vorgeführt. Man dividiert aus und sieht, leider bleibt typischerweise noch ein Extraterm, eine Polstelle erster Ordnung. Das kriegen Sie. Für eine Polstelle so und so vielter Ordnung, eine Polstelle siebter Ordnung, eine siebenfache Polstelle, kriegen Sie durch hoch 7, durch hoch 6, durch hoch und so weiter bis durch hoch 1. Diese ganze Reihe runter. Immer mit derselben Polstelle. Alle diese Ausdrücke haben alle dieselbe Polstelle. Also nicht von wegen plötzlich c durch x plus 3, das hätte ja eine ganz andere Polstelle. Das wird ja plötzlich bei x gleich minus 3 verrückt spielen. Das hier spielt aber nicht verrückt bei x gleich minus 3. Das kann es nicht sein. Es muss alles dieselbe Polstelle haben in verschiedenen Ordnungen. Und dann gibt es den da hinten noch, Sonderfall. Ich habe einen quadratischen Faktor hier unten ohne Nullstelle. Das heißt, Sie können das nicht zerlegen, ohne Nullstelle, insbesondere dann auch ohne Polstelle. Es gibt da d mal x plus e durch den hier, x Quadrat plus 1. So sieht das aus. Also wenn Sie da einen Faktor haben, der einen quadratischen Faktor haben ohne Nullstelle,
und damit auch insgesamt dann keine weitere Polstelle haben, kommt so ein Term dazu. Hatte ich auch irgendwo vorgeführt. Eine der diversen Regeln, aber da haben Sie jetzt ungefähr alles beisammen, was man in der Praxis so braucht für Partialbrüche. Wenn hier x minus 3 hoch 3 gestanden hätte, die ganze Reihe runter, x minus 3 hoch 3, x minus 3 hoch 2 und noch ein x minus 3 hoch 1. Dieses dx plus e kommt zustande, indem man wirklich mal das Ganze ausbuchstabiert, die Reste bildet allgemein. So hatte ich es vorgeführt. Sie können sich aber überlegen, dass das e alleine nicht reichen wird. Dieser Freiheitsgrad, den Sie nur mit dem e haben, der wird nicht reichen. Wenn nämlich sowas wie hier passiert, 2 mal x plus 1, können Sie sich auf den Kopf stellen, mit dem e alleine wird es nicht funktionieren. Sie brauchen noch oben das x dabei. Sie brauchen diesen zweiten Freiheitsgrad. Wenn Sie unten den Grad 2 haben, haben Sie oben ja zwei Freiheitsgrade für x hoch 1 und x hoch 0. Die brauche ich auch bei der Partialbruchzerlegung, da hilft nichts. Die offizielle Begründung, siehe die alten Videos, wäre wirklich das durchzurechnen, das durchzudividieren hier. Und man sieht dann, was als Rest bleibt, ist vom Grad 1. Und das hier ist das allgemeine Polynom vom Grad 1. Gute Frage. Was passiert, wenn Sie sowas haben? 8 durch x hoch 3 plus 1. Genau, das hat eine Nullstelle. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist ja ein Polynom mit ungeradem Grad. Wenn Sie genauer hingucken, minus 1 wird eine Nullstelle sein. Minus 1 hoch 3, minus 1 mal minus 1 mal minus 1 ist minus 1, wird eine Nullstelle sein. Ich kann also hier x plus 1 ausklammern. Also Vorsicht, hier sind Sie noch nicht fertig mit der Rechnung, wenn Sie x hoch 3 plus 1 haben. Das kann nur funktionieren, wenn hier was Quadratisches steht und dann auch die richtige Sorte vom Quadratischen steht. Nicht? Wenn da x Quadrat minus 1 steht, haben Sie auch wieder eine Nullstelle und sind noch nicht fertig. Oder es kann passieren, wenn da sowas steht wie x hoch 4 plus x Quadrat plus 3. Dann kann ich das in zwei quadratische Ausdrücke zerlegen und versorge jeden der quadratischen Ausdrücke einzeln. Das wird mir aber zu schwierig. Da können Sie darauf Gift nehmen, dass sowas in der Klausur nicht vorkommt, weil man sich da tausendmal verrechnen wird. Das bringt es einfach nicht. Also die Regel geht dann noch weiter. Was passiert, wenn hier was mit x hoch 4 übrig bleibt? Aber hier Vorsicht, das ist noch nicht fertig. Da ist noch eine Polstelle versteckt.